kann. Naja, das sind jetzt die Verwerfungen, die jetzt entstehen. Es wird immer mehr in ein Chaos gehen. Wir sehen anhand der Medienberichterstattung, dass es den Medien offenbar nicht darum geht, dass die Menschen Zusammenhänge erkennen, sondern in das völlige gedankliche Chaos getrieben werden, weil man nämlich dann diese tatsächlichen Entwicklungen sauber umschiffen kann und kann sie dann auch mit Nebenmeldungen auch überbrücken, damit die Leute sich über irgendetwas unterhalten, was im Vergleich unwichtig ist gegenüber diesen gewaltigen Migrationspakt. Und was da jetzt in Libyen passiert, das ist ja jetzt von Westafrika, gehen wir jetzt nach Nordafrika rüber. Das sind die angrenzenden Länder, die dann natürlich auch dann nur noch das Mittelmeer haben, wo dann die Frau Rakete und wie sie alle heißen, dann mit ihren Schiffen stehen und die Afrikaner abholen, um sie dann im Rahmen dieser Kriegsführung nach Europa rüber zu schiffen. Die Frau Rakete sitzt auf keinem Schiff mehr. Die kommt, glaube ich, jetzt ins EU-Parlament für die Grünen. Sowas Ähnliches. Kann sein, dass es nicht ganz stimmt, aber in die Richtung geht es, kann ich aber noch sicher machen. Also wie es hier in dem Fokusbericht heißt, dass es tausende Soldaten sein sollen, die aus Frankreich und anderen EU-Ländern in Niger stationiert sind, um offizielles Wording, um die Regierung im Kampf gegen Dschihadisten und bei der Überwachung der eigenen Grenzen zu unterstützen. Und das dürfte jetzt eben in Gefahr sein. Kritiker haben dies übrigens Europas schmutzigen Deal genannt. Die europäische Polizeimission EUCAP wollte gerade Niger helfen, mobile Polizeipatrouillen aufzubauen, um ländliche Regionen besser zu überwachen. Das heißt, Andreas, die Europäer haben mehr und mehr Militär und Polizei versucht, dort hineinzubekommen. Ja, ja, das ist die Situation. Aber das widerspricht natürlich letztlich insgesamt der kompletten Politik, die hier mehr oder weniger einen wankelmütigen Kurs fährt. Und man weiß nie genau, in welche Richtung es sich jetzt entwickeln wird. Das sind wirklich Entwicklungen, die bedrohlich sind. Und nicht nur das, eine letzte Meldung noch aus Südafrika. Wir haben das vorhin eingestellt. Ein riesengroßes Stadion in Johannesburg und da steht ein Vorsitzender der drittgrößten Partei Südafrikas und brüllt: Tötet die Buren, tötet die Farmer. Damit sind die Weißen gemeint. Und formt seine Hand zu einer Pistole und zehntausende Menschen im Stadion brüllen es ihm nach. Es ist, also das kann man nicht anders bezeichnen, ein Aufruf zum Mord an hunderttausenden Weißen. Ja, wir haben uns das angesehen. Es sind erschütternde Entwicklungen, die wir dort in Südafrika sehen. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil Südafrika ein wunderschönes Land ist und ich auch immer wieder angesprochen werde. Andreas, wie siehst du denn Südafrika auch als eventuelles Auswanderland und so weiter, wo ich gesagt habe, die Problematik mit der Apartheidspolitik ist noch längst nicht vorüber. Die fängt jetzt erst gerade an. Und was sich da entwickelt und diese Gesichter, die voller Zorn und auch voller Hass waren, nämlich sich endlich zu rächen an dem, was man ihnen über Jahrhunderte angetan hat. Man muss das verstehen, was diesen Menschen angetan wurde. Aber das, was jetzt läuft, ist natürlich das rückschlagende Pendel und es wird jetzt mit der genau gleichen Ungerechtigkeit dann, wie es früher war, zurückgeschlagen. Eins ist auf jeden Fall sicher, in Südafrika erwarten uns noch, glaube ich, ziemlich schwere Zeiten. Und nicht nur dort, wahrscheinlich auch in anderen afrikanischen Ländern. Andreas, wir haben neulich darüber mit Freunden diskutiert und jemand sagt ja, aber was ja völlig ausgespart wird, ist, dass die Weißen in Afrika, vor allem da auch in Südafrika, Namibia und so weiter, viel Kultur und viel Entwicklung und Bildung hingebracht haben. Das ist ja alles richtig. Also das kann man gar nicht anders sagen. Aber wenn das gleichzeitig verbunden ist mit Massakern an der Bevölkerung, mit Versklavung und so weiter, da muss man den eigentlichen Nutzwert herausfinden. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe. Also eine Frage, die sich für mich stellt, ist, mit welchem Recht sagte der Westen, dass wir dort die Kultur hinbringen? Denn das sind Naturvölker, die dort gelebt hatten, ganz in Frieden, im Rahmen ihrer Mentalität und ihrer Ethnie, muss man ja heute sagen, das sind eben halt die klassischen Dinge.
Und wenn jetzt der Westen kommt und sagt, also das, was ihr da macht, ist ja alles falsch und wir zeigen euch mal, wie Kultur geht, wir zeigen euch, wie Industrie geht und die Industrie geht dann dahingehend, dass die Afrikaner dann zum Müllabladeplatz der westlichen Industrie werden, das ist dann die afrikanische Industrie, die daraus resultiert ist, dann muss man das Ganze wirklich durch mehrere Faktoren noch einmal teilen. Nein, es ist Kolonialismus und es war Unterdrückung, aber was jetzt kommt, ist eben halt nicht besser. Also ich denke mal, das ist jetzt ein Anlass für viele, ganz neu über die Weltpolitik nachzudenken. Wir haben es vor vielen Jahren schon getan, als dieses Buch auch entstanden ist und wirklich tatsächlich unter Schweiß und Tränen. Denn es ist verbunden auch mit einer Art Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur in Europa, was unabdingbar ist für alle Menschen jetzt, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen. Und nicht einfach sagen können, also es ist so ungerecht und es interessiert mich nicht. Du redest vom Blutgericht Europa und da ist es wirklich so, dass dort ein wirklicher großer Abriss gemacht wird. Das geht sogar so weit, dass das Geldsystem und deren Strukturen, die dort mitgewirkt haben, dass das auch eine Rolle spielte. Also dass insgesamt gesehen hier natürlich eine klare Zuordnung stattfinden kann, dass ihr dann auch die Nachrichten weitaus besser zuordnen könnt und verstehen könnt.